und Herren, ich beginne mit einem Zitat. Es ist politisch zu entscheiden, ob die faktische Abwicklung des Archäologischen Landesmuseums durch die Nutzung des Schweriner Schlosses durch den demokratisch gewählten Landtag des Landes Mecklenburg-Vorpommern Bestand haben soll und die archäologischen Schätze des Landes der Öffentlichkeit weiterhin nicht zugänglich sein sollen. Das steht, wie die meisten von Ihnen wissen, im Standortentwicklungskonzept aus dem Jahr 2009 unter dem Titel Archäologisches Landesmuseum. Bis heute ist diese politische Entscheidung nicht getroffen und wird von Haushalt zu Haushalt verschoben. Auch in dem kürzlich beschlossenen Doppelhaushalt ist kein archäologisches Landesmuseum zu finden, geschweige denn entsprechendes Personal. Es ist uns ja leider bisher noch nicht gelungen, Sie von der Bedeutung der Landesarchäologie für unser Land zu überzeugen. Doch bald stehen schon wieder die nächsten Haushaltsberatungen an und wir geben die Hoffnung nicht auf. Deshalb beantragen wir gemeinsam mit der Fraktion Die Linke jetzt schon frühzeitig, dass sich die Regierung nicht nur Gedanken über ein archäologisches Landesmuseum macht, sondern auch zeitnah ein Konzept dazu vorlegt. Und zeitnah, das heißt ohne absichtsvolles Trödeln und ohne zu verzögern. Wir möchten, dass das langjährige Projekt Archäologisches Landesmuseum nicht in der Schublade verschwindet. Neben dem Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege wollen wir auch die Universitäten und die bestehenden Museen in die Erarbeitung des Konzeptes mit einbeziehen. Dabei wollen wir uns jetzt noch nicht auf ein zentrales oder dezentrales Modell festlegen. Beide Varianten bieten große Potenziale und sollten deshalb auch seriös geprüft werden, damit dann anschließend eine bewusste Entscheidung getroffen werden kann. Hierbei sollen nicht nur finanzielle, sondern vor allem auch museale und touristische Kriterien Einklang finden. Ich möchte das an einer Frage illustrieren. Wollen wir einen repräsentativen Einzelbau oder wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen unseres Landes ermöglichen, die archäologischen Schätze direkt an den jeweiligen Fundort geprüft werden, ob auch eine Dezentralisierung eines Landesmuseums möglich ist. Ausstellungen von archäologischen Funden gibt es bereits im Land. Auch die Außenstellen des Archäologischen Landesmuseums in Großraden und theoretisch in Sassnitz sind uns natürlich bekannt, Herr Donig. Das ist schon kurios genug, dass es in diesem Land zwar Außenstellen eines Archäologischen Landesmuseums gibt, das Museum sagte vorhin, im Prinzip gibt es zwei Außenstellen, denn das Museum für Unterwasserarchäologie in Sassnitz ist leider seit viel zu langer Zeit schon geschlossen. Dasselbe gilt auch für die Ausstellung zu den Funden entlang der Erdgasstraßen in Schloss Güstrow. Das erste aufgrund von anstehenden Sanierungsarbeiten, das zweite, weil das Geld für das notwendige Wachpersonal fehlte. Abgesehen davon gibt es aber natürlich einen Unterschied zwischen vielen Einzelpräsentationen und einem Landesmuseum. Ein Landesmuseum arbeitet, und das auch in einer dezentralen Variante, mit einem einheitlichen Grundkonzept und koordinierter wissenschaftlicher und museumspädagogischer Betreuung. Und genau das ist unser Anliegen. Gerne sollen die genannten Museen in ein dezentrales Gesamtkonzept einbezogen werden. Ebenso, wie es möglich sein könnte, kommunale Ausstellungsräume in solche Überlegungen einzubeziehen, wie zum Beispiel das Steinturmmuseum in Anklam oder das Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz auf Rügen. Es gibt bekanntermaßen auch Überlegungen, ein Freiwassermuseum Ostsee einzurichten, auch von dem aus geführte Tauchtouren zu ausgesuchten Schiffswracks durchgeführt werden. Und das ist ein neuer kreativer Weg und den sollten wir weiterverfolgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ich schon sagte, ein archäologisches Landesmuseum, egal in welcher Form und an welchen Orten, muss natürlich wissenschaftlich betreut werden. Es muss einem übergreifenden Konzept folgen und es muss museumspädagogisch begleitet werden. Damit wirken wir Versuchen entgegen, Archäologie nationalistisch zu missbrauchen. Ich nenne hier nur die Stichworte Wikinger und Slawen. Dabei sollten wir dann auch verstärkt natürlich den östlichen Landesteil im Blick behalten und die Menschen dort vor Ort unterstützen. Das gelingt uns vielleicht besser mit wissenschaftlich begleiteten Dauerausstellungen in den einzelnen Regionen als mit Museumspädagogik in Schwerin.
All diese Überlegungen sollten in die Überarbeitung oder in die Erarbeitung eines Konzeptes einfließen. Eigentlich müsste dieser Antrag bei allen demokratischen Fraktionen eine große Mehrheit finden. Denn sowohl CDU als auch SPD standen bislang einem archäologischen Landesmuseum, zumindest mit Worten, wohlwollend gegenüber. Ich darf für die CDU an die noch 2009 gültige Maxime ihres früheren Kultusministers Tesch erinnern. Dieser formulierte als Ziel die grundlegende Abkehr von allen Provisorien bei der Pflege des Kulturerbes. Und auch die SPD-Fraktion müsste für den Antrag dankbar sein. Denn den Startschuss dafür hat ja eigentlich schon Minister Brotkopp im Februar dieses Jahres gegeben. Sie werden sich erinnern, dass er mir in der Landtagssitzung am 29. Februar versprochen hat, zu prüfen, ob eine mögliche Museumsleiterstelle an eine Professur für Ur- und Frühgeschichte geknüpft werden kann. Aber was nutzt ein Museumsleiter, wenn es dafür kein Museum gibt? Wir gehen daher davon aus, dass auch Herr Brotkopp dieses Museum wünscht und die Pläne dazu vorantreiben möchte. Daher sollte ihm und der SPD-Fraktion unser Antrag ebenfalls entgegenkommen. Andere Bundesländer haben längst bewiesen, dass archäologische Museen zu Publikumsmagneten werden können. Man denke an die Ausstellung zur Himmelsscheibe von Nebra in Halle an der Saale. Spektakuläre Münzfunde, etwa der in der letzten Woche hier in der Nähe entdeckte Silberschatz mit Silbermünzen aus dem 13. Jahrhundert oder Ausgrabungen wie das bronzezeitliche Schlachtfeld im Tollensetal, zeigen das hohe Potenzial für ein Landesmuseum auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wer sich einen bildlichen Eindruck verschaffen will, gehe einfach nur in die vierte Etage. Da ist seit dieser Woche eine Ausstellung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerinnen und Bodendenkmalpfleger zu sehen, in der Ausstücke gezeigt werden. Die Ausstellung hat den Titel Zu schade fürs Depot. Wenn ich so weit laufen möchte, kann auch gerade jetzt spontan ins Internet gehen. Da findet man auf der Internetseite des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege immer die Funde des Monats. Auch da werden schöne Beispiele gezeigt. Lassen Sie uns das Projekt darum gemeinsam endlich angehen. Lassen Sie uns prüfen, in welcher Form und in welchem Zeitraum sich ein archäologisches Landesmuseum mit Dauerausstellungen realisieren lässt. Denn ein in mehrerer Hinsicht armes Land ist ein Land, dass sich ein solches Museum nicht leisten kann oder nicht leisten will.